So, willkommen zum nächsten Fly-FLP. Ja, wir sind Tower mit den gleichen Party-Skills wie gestern. So, ja, solltet ihr das gestern angeschaut haben. Ja, wir haben Skills, yay! Und ich glaube, der Lead hat es endlich mal geschafft, dass er mal wieder eine Verbindung hält. Ja, schwieriges Wort. Hochkompliziert und so. Ja, wir droppen zwar nichts, aber egal. Ich weiß noch immer nicht, ob das wirklich was ausmacht, ob Party-Skills wirklich was bringen für die Cards oder für die Pumpkins. Ich bezweifle das mal sehr stark, weil ich droppe mit Party-Skills viel weniger als ohne. Muss ich mal so ehrlich sagen. Also klar, Quest ist und Geld droppt man mehr. Vor allem Geld, ja. Früher undenkbar, aber gut. Vor allem, ja, also wie gesagt, Event-Items, die es gerade gibt, die droppe ich so einfach im Prinzip gar nicht. Finde ich ein bisschen schade, eigenartig, strange und whatever. Und wir machen mal wünschen, dass jetzt endlich mal welche drop. Ah gut, fahren wir noch nicht lang. Naja, was haben wir jetzt getroppt? Oh, ich dachte mir gerade schon, eins davon ist bestimmt ein Event-Item, aber nein. Komm, jetzt aber. Los. Yay, 5 FPs. Woho. Okay, wir droppen vielleicht doch ein bisschen was. Nicht viel, aber ein bisschen was. Und ich glaube, es kauft doch irgendwer diese Cards, oder? Also ich sag ganz ehrlich, so viel, wie wir jetzt gerade, nee, so wenig, wie wir es farmen, werden wir wahrscheinlich nie, nicht so schnell oder gar nicht, was wirklich sinnvoll ist, zusammenkriegen, weil es einfach, was weiß ich, keine Ahnung, Waldbaum. Nee, einfach weil wir einfach zu wenig zocken und allein schaffe ich das eh nicht und selbst mit Tom wird es wahrscheinlich so gut wie nicht gehen. Weil wie ich schon sagte im letzten LP, ich suchte einfach Fly nicht mehr. Beziehungsweise ich zocke einfach meistens nur noch fürs LP oder im LP. Da macht's mir meistens Spaß, wenn ich wieder alles rumbackt und was weiß ich, da macht es Spaß und ist in Ordnung, aber so jetzt in der Freizeit oder so würde ich... Ich weiß nicht, ich bin mir nicht sicher, ich glaube, ich würde es nicht mehr zocken. Zumindest jetzt so, ist es jetzt so meine Meinung. Also ich zocke gerne off wie WoT, bin ich jetzt vom 10er bei der ES7, was ich jetzt schon zum, keine Ahnung, wie viel ich in der Wahl bin. Bin ich ganz bisschen stolz, naja, ganz bisschen stolz. Ein bisschen stolz drauf, weniger, mehr oder weniger. Shadow Black ist online. Und Schoppchen. Ich kenne nicht, habe mich nicht angeschrieben, also wahrscheinlich nur schon random. Einfach random geaddet. Man hatte mich vielleicht vorangeschrieben, ich AFK war kurz. Nee, schon nicht schaut. Ach, jetzt gibt es das Ding auch, dass man einen ausschalten kann. Gab es, glaube ich, mal kurzzeitig nicht, oder? Oder? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Frag mich jetzt nicht. Zumindest auf dem PC, also auf manchen PC-Servern gibt es das nicht. Also, im Prinzip gibt es nur zwei, die dieses neue Design haben. Und auf denen gibt es das zumindest nicht. Deswegen gehe ich mal einfach mal stark davon aus, dass es das noch nicht lang drin ist. Beziehungsweise noch nicht seit Anfang. Alter, diese Goldzelle hier immer. Wieso spammt man die hier eigentlich die ganze Zeit alles zu? Früher waren die einfach nur ein Flares und haben, naja, zumindest die Anfänger belästigt. Aber, naja, ganz ehrlich, das war noch in Ordnung, oder? Also, was heißt in Ordnung? In Ordnung natürlich nicht, aber es war längst nicht so nervig, als dass diese ganzen Shoot dazu spammen. Das ist einfach ein bisschen scheiße. Und ich bin mir sicher, wenn sich Cheap Hotel jetzt mal endlich dafür einsetzen würde, könnte man die locker vertreiben. Wäre ganz ehrlich kein Problem. Sonst ist so viel im Chat gesperrt und so. Aber. Oder zensiert zumindest, sagen wir mal so, nicht gesperrt. Aber sowas. Ich meine,
Es gäbe doch eigentlich viele Möglichkeiten. Zum einen www und com schon mal sperren, beziehungsweise generell Links, die irgendwie linkmäßig aufgebaut sind, also zum Beispiel den Anfang des www, hey, ja, das www sperren und dann halt noch hinten das Länderkürzel. Will ich auch raushauen bzw. zensieren lassen. Und dann sollte man eigentlich nicht mehr wirklich so eine Scheiße spammen können, weil klar, die können spammen und so, aber hey, wenn ich wüsste, oder wenn zum Beispiel irgendwer sowas kaufen würde, wollen würde und ich weiß, auf welche Internetseite, also ja, ganz ehrlich, dann war's das mit dem Problem. Ich meine, es wäre zum Beispiel so eine simple Lösung. Man könnte auch generell, ja gut, ja, vielleicht irgendwas, einen Satz in einem bestimmten Zusammenhang immer sperren und so. Also zum Beispiel Fleisch und Gold sperren, dann wäre es natürlich auch schon mal, naja, in Anführungsstrichen halbwegs gefixt. Oder Cheap und Gold und Cheap und Fleisch, was weiß ich, einfach sowas. Also Möglichkeiten gibt es auf alle Fälle genug. Und das wäre jetzt gerade mal, ja, mehr oder weniger die Chance, oder die Möglichkeit, ja, eine mögliche Möglichkeit, um die zumindest vom Chat her zu blockieren. Oder vom Shout, vom Shoot, wie auch immer. Naja. Aber dass es jetzt echt anscheinend Leute gibt, die dann für diese Agenturen, Firmen, ich weiß nicht, wie man sowas nennen soll, für solche Abzocker arbeiten und dann für Geld sich hochleveln, wahrscheinlich dann sich für Cheap Potato einen Full Shoot kaufen und damit dann rumspammen. Okay, das ist Spambot, klar, wahrscheinlich, aber weiß nicht mehr, wahrscheinlich, ist mir sicher. Aber dass sie sich ernsthaft die Arbeit machen und sich hochleveln, also. Finde ich interessant. Vor allem, wenn man was überlegt und shooten kann man das erste Mal ab Level 20. Das heißt, du musst eine Job-Challenge machen, die ja komplett auf Deutsch ist, wenn keine Übersetzungs-Files drin sind. Und ja, sie müssen sich eigentlich erstmal zurechtfinden. Das finde ich schon, ja, finde ich nahezu fast schon ein bisschen. Ah. Naja, gut, wobei, so die Quests, man braucht nur so ein bisschen die Stichwörter rauslesen, zum Beispiel 10 iBuds oder so. Naja. Ja, bestimmt keine schlimme Arbeit, also zumindest, ja, das ist halt keine schlimme, in schlimmen Form von, unschön oder von, was weiß ich. Will Stonehand-Effekt verlängern oder so? Komm, gib mir Stonehand. Komm, show me Stonehand, los, go. Da, Stonehand. 3 Sekunden wie früher. Ich kam gerade irgendwie so lang vor. Wir haben noch Skills und so, alles in Ordnung. Naja, gut. Also, wir haben jetzt bis jetzt zweimal was gedroppt. Finde ich jetzt für Party-Skills in 8 Minuten wenig, sehr wenig. Also gut, andererseits wird es dann so schnell gehen und so. Aber ich muss sagen, ich glaube, ohne Party-Skills haben wir im Prinzip genauso viel gedroppt. Vielleicht mehr? Nee, vielleicht sogar weniger, so würde ich sagen. Also mehr ganz bestimmt nicht. Komm, Waffen. Ach komm. Was fehlt uns hier? Ups. Das einmal. Und dann noch Cards Reflex. Zieh doch alles an. Immer nur solche halben Sachen. Schwarze Flammen suchen ab plus, ab 90 plus. Suchen euch 90 plus, so. Aha. Keiner weiß, um was es geht. Ich gehe jetzt mal schwer von der Gilde aus, weil, na, zum Farmen oder zum Raiden werden die sich bestimmt keine eigene Homepage machen. Flive OPs, yay! Fake Expert, was?
Aha. Finde ich auch immer so gut. Kaufe gutes Wedge, mindestens plus 8. Ich denke mal, ob es ein Set geupt ist oder nicht, vor allem beim Wedge-Set, denke ich mal, ist er entweder für Ringmaster oder zum Astralen. Und ob es da geupt ist oder so, spielt zum einen sowieso keine Rolle, deswegen verstehe ich nicht, wieso man überhaupt ein geuptes Set kauft. Mir würde es eigentlich eher auf die Awakes ankommen. Weil, ja, wie gesagt, geupt oder nicht, scheiß drauf. Und außerdem kann ein Set plus 18 und ohne Awakes, Also, wie gesagt, mir würde es auf die Awakes ankommen und nicht auf irgendwie auf den Bonus oder so. What the fuck? Yay, und wir hatten einen Ruckler, Standbild und wir haben einen Verbindungsabbruch. Ich weiß nur zumindest nicht mehr, dass wir jetzt gerade hier rumlaufen und so, aber ich logge jetzt einfach mal kurz aus und schau mal, ob ich noch überlebt habe. Wenn nicht, das wäre sehr geil. Naja, bis gleich. Und wir sind verreckt. Yay! Cheap Potato, vielen Dank. Ich bedanke mich komplett, total. Ich bin so... 50%, wie viel verlieren wir wohl? Ich bin total happy. Ich bin so stolz auf euch, ganz ehrlich. Unglaublich. So, und jetzt kriegen wir auch noch die Zähne in den Arsch geschoben. So muss das eben. Super! Yay! Oh Mann, und bis gleich dann eben zum zweiten Mal. Und das sind wir wieder. Wie viel Prozent haben wir verloren? Was? 4%? Ernsthaft? 4%? What the fuck? Wollt ihr mich verarschen? 4%? Holy fuck. Alter, früher waren das alle paar Level immer weniger Prozent, wo man verloren hat. 4%? Alter, 4% hat man auf Level... was weiß ich, 30, 40 vielleicht verloren. Und jetzt verliert man ja auch schon so viel Prozent. Ey, ganz ehrlich, ich will das ersetzt haben. Mein Gott, ey, nur wegen diesen verkackten Verbindungsabbrüchen. Das kann so wohl nicht sein. Kein Spiel hat solche Probleme wie Flife. Aber nein, Flife, neue Surfer braucht es natürlich auf keinen Fall. Die ganzen erfarmten Prozent, die uns praktisch erfarmt haben, neben den Items, sind einfach weg. Und wie schon erwähnt, es juckt einfach kein Schwein. Das ist Motivation. Das ist motivierend. Einfach mal, wie lang war's? Ja, sagen wir mal, gute 25 Minuten, was wir eigentlich gerade gefarmt haben, einfach mal für den Arsch. Anders kann man es nicht sagen. Einfach für den Arsch. Nee, wobei sogar mehr. Wir waren bei 47% oder so, wo wir angefangen haben. Oder sogar bei 48, ich weiß es nicht. Aber also von 50 auf 46 runter, also das finde ich echt ziemlich übertrieben. Also sowas geht eigentlich immer gar nicht. Nee, ganz ehrlich. Da sage ich jetzt ganz offen meine Meinung, weil sowas ist einfach mal ein No-Go. Ich glaub's nicht. Ach, das sind wir bei 14 Minuten. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten LP. Das reicht mir für heute.